Ohrmann. Wann fingen Sie eigentlich an, dass Sie den Wunsch hatten, ein Instrument zu erlernen? Dass ich mich für Musik interessiere, kam relativ spät. Die ersten 6 Lebensjahre war ich in einem Kinderheim. In den 50er Jahren in Bamberg. Das hat damit zu tun, dass ich ein uneheliches Kind bin. Und zu der Zeit war das eine Schande. Und deswegen hat mich meine Familie, die aus Großmutter und Mutter bestand, verschickt nach Bamberg und dort in ein Kinderheim versteckt. Und da wurde mit Musik gar nichts gemacht. Als ich dann 6 wurde, war klar, ich werde eingeschult. Und dann wurde ich geholt von meiner Großmutter und Mutter nach Würzburg. Da hatte ich das Riesenglück, dass meine Großmutter und Mutter sehr bildungsnahe Menschen waren. Und es wurde Musik permanent gehört. Den ganzen Tag lief das Radio. Schlagermusik, Jazz und vor allem auch viel klassische Musik. Und was machte ich? Ich tanzte zu der Musik. Und das hat meine Großmutter veranlasst zu sagen, die Elisabeth muss ins Ballett. Im Ballett, da erlebte ich Musik ganz, ganz intensiv, weil ich tanzte. Und dieses strukturierte Bewegen zur Musik, also die Musik sozusagen durch Bewegung ausdrücken, das hat mich unheimlich begeistert. Da war dann der Wunsch da, du wirst Tänzerin. Und gleichzeitig lernte ich bei meiner Mutter Klavier und Blockflöte. Und wie ich dann merkte, Tänzerin ist doch nichts für dich, weil du nicht biegsam genug. Dann dachte ich mir, ja, dann machst du halt Musik, das macht dir ja auch Spaß. Und dann war für Sie direkt gleich klar nach dem Schulabschluss, dass Sie ans Bayerische Konservatorium in Würzburg gehen und gleich verschiedene Instrumente auch erlernen? Ich fing an, ein Studium zu machen, Musiklehrer an Grund- und Realschulen. Und da war die Voraussetzung ein Harmonieinstrument, das war bei mir Klavier, ein Blasinstrument, das war dann Blockflöte und ein Streichinstrument. Und da gab es die Fiedel, vergleichbar mit der Bratsche, das man zwischen den Knien gehalten hat. Und das Größere davon war die Gambe. Ich habe eigentlich alle 3 Arten der Tonerzeugung gleichzeitig gelernt. Und das hat auch sehr vielerlei bei mir entwickelt als Musikerin. Kam dann relativ schnell auch der Gedanke, eigentlich fehlt noch ein Instrument, Schlagzeug. Woher kommt diese Affinität zu sagen, ich möchte jetzt noch was zusätzlich? Der eine Umweg war das Fach rhythmische Gehörbildung. Das unterrichtete Professor Siegfried Fink, der hauptamtlich der Schlagzeugprofessor an der Musikhochschule war. Er hatte immer einen Bleistift, saß an einem Schreibtisch und hat uns Rhythmen vorgeklopft. Ich habe einen Rhythmus einmal gehört, maximal 2-mal und konnte ihn perfekt aufschreiben bzw. nachklopfen. Und das zweite Fach war Offsches Schulwerk. Und das bestand darin, auf Trommeln zu schlagen und Xylophon zu spielen. Das fiel mir total leicht und machte mir vor allem wahnsinnig viel Spaß. Der Auslöser, wirklich Schlagzeug studieren, war dann ein Konzert von Professor Siegfried Fink und seinen Schlagzeugstudenten. Da hörte ich das erste Mal in meinem Leben Trommelmusik und vor allem Marimba. Und wie ich das hörte, war für mich klar, ich studiere das. Professor Fink kannte mich ja, mutig wie ich bin, sagte, ich möchte gerne einen Termin haben, ich möchte Sie was fragen, habe einen Termin gemacht. Ich sagte, ja, ich möchte bei Ihnen Schlagzeug studieren. Er sagte, okay. Schüttelte mein Handgelenk. Er schüttelte mein Handgelenk, um zu sehen, ob meine Gelenke noch ganz locker sind. Ich sagte, ja, Sie können nächstes Jahr anfangen. Damit war der Pfad offen. Aber Marimba hat für Sie doch noch mehr Reiz gehabt. 1981 sind Sie bei Wetten, dass aufgetreten. Sie haben gewettet, dass Sie den Hummelflug auf der Marimba schneller spielen können als ein Geiger. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Zum Schlagzeugstudium gehört ja zunächst auch die ganz klassische kleine Trommeltechnik mit allen Wirbeln und Vorschlägen. Dann die großartige Paukentechnik, dass man dann auch Pauke im Orchester spielen kann. Und dann haben wir Drumset, Schlagzeug, wie man es in einer Rock- und Pop- oder Jazzband kennt, auch gelernt. Und natürlich auch die sogenannten Melodieinstrumente. Das war Marimba, Xylophon und Vibraphon. Dazu hat Professor Fink mit uns Studenten auch immer Percussion-Ensemble gemacht. Also reine Schlagzeugmusik mit allerlei Schlaginstrumenten. Das Klavierstudium war an der Marimba relativ gut vorgebildet. Das heißt, im Schlagzeugensemble wurde meistens, wenn eine Marimba-Stimme oder Vibraphon-Stimme vorkam, ich dafür eingesetzt. Als ich dann fertig war mit meinem Schlagzeugstudium, dachte ich auch, jetzt wärst du erstmal Schlagzeugerin in einer Band. Und habe auch 2 Jahre wirklich in Bands gespielt. Zunächst in einer Tanzmusikband, dann in einer richtigen Rockband. Aber gemerkt, mir fehlt was. Ich möchte auch Melodien machen. Und damals hatte ich schon meinen Mann kennengelernt gehabt, Manfred Amandi, und war auch schon mit ihm verheiratet. Und ich hatte damals ein kleines Xylophon. Und er sagte dann, spiel doch Xylophon. Und ich sagte, ach nee, Xylophon. Dann sagte er, ja, wieso? Ich sagte, ja, es gibt ja die Marimba.
Ich hatte damals schon mein erstes Geld gespart, von diesem ersten Geld mir meine erste Marimba gekauft und so kam die Idee, Marimba als mein Instrument zu nehmen. Ich hatte damals an einer Musikschule Unterricht und eine Freundin, eine Klavierlehrerin von der Musikschule gefragt, wollen wir nicht was zusammen machen? Und wir haben dann ein kleines Programm für Marimba und Klavier erarbeitet. Und darunter war auch der Hummelflug. Und dann war es nicht mehr weit weg, zu Wetten, dass... Dass ich zu Wetten, dass kam, hat damit zu tun, dass ich meinen Mann fragte, wie schaffe ich es jetzt als Marimba-Spielerin erfolgreich zu sein? Also mein Mann hat immer so ausschlaggebende Sachen mir gesagt, die dann geholfen haben, dass ich neue Wege eingeschlagen bin. Und da sagte er, du musst was Spektakuläres machen. Und dann sagt er, mach doch eine Wette in Wetten, dass... Und dann sagte ich, was soll ich da machen? Du spielst doch da so ein schnelles Stück. Ist das für Marimba geschrieben? Nein, sagte ich, für Geige. Und die Wette war geboren. Und dann schrieben wir das hin. Im August weiß ich das noch, 1981. Da ging es Schlag auf Schlag. Anfang Oktober, an einem Montag früh, kurz nach 10 Uhr, kam ein Anruf. ZDF-Redaktion Wetten, dass. Wir möchten, dass Sie morgen früh um 10 Uhr bei uns in der Redaktion sind. Wir wollen sehen, ob Sie auch den Hummelflug spielen können. Und dann ging aber plötzlich der Puls ein bisschen schneller, oder? Es fing sofort im Gehirn an zu arbeiten. Was machst du jetzt? Damals lebte noch meine Großmutter und Mutter in Würzburg. ZDF ist ja in Mainz. Also der Plan war, du hältst deinen Unterricht noch an dem Tag und fährst abends, nachts nach Würzburg mit dem Auto, mit der Marimba drin, übernachtest dazwischen, nächsten früh rüber nach Mainz, kurz vor 10 Uhr unten, Redaktion geläutet, Frau Amandi ist da, hochgeholfen, hingestellt die Marimba, kleines Kassettenrekorder, Mikrofon gehalten, Hummelflug gespielt, wieder heimgefahren. Und sie sagten, sie hören von uns, dieser klassische Satz. Und dann zwei Tage später, am Donnerstag früh, auch wieder kurz nach 10 Uhr, Anruf, Sie sind in der nächsten Wetten, dass Sendung am 31. Oktober in Kaiserslautern. Aber dann ging's los. Es waren ungefähr 3 Wochen, die ich Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten. Bis dahin hatte ich ja nicht den Hummelflug dahingehend geübt, ihn so schnell wie möglich zu spielen. Das heißt also Stoppuhr angeschafft, jeden Tag jede freie Minute mich an die Marimba gestellt und auf Tempo trainiert. Und ich habe dann gesagt, er muss wenigstens eine Minute muss ich schaffen. Und das habe ich dann auch wirklich geschafft. War da schon sehr stolz drauf, weil das Übliche so beim Hummelflug ist so eine Minute 20 Sekunden. Dann eben hingefahren und dann kam wirklich die Wette. Und die Wette lief so ab, es kam erst der Geiger rein und spielte den Hummelflug und gab eine Vorgabe. Die war sage und schreibe 53 Sekunden. 7 Sekunden weniger, als ich bis dahin maximal gespielt habe. Und ich stand hinter der Bühne. Spätestens danach wurde ein bisschen flau, oder? Im Magen, da war das Anspruch. Es war so eine ganz große Ruhe breitete sich in mir aus. Ich sagte, das gewinnst du sowieso nicht. Also machst eine gute Show. Du willst ja was Spektakuläres machen. Du willst ja bekannt werden. Also, ist egal. Du musst die Wette nicht gewinnen. Dazu bist du ja nicht da. Du bist ja nur dazu da, bekannt zu werden. Und ich weiß noch, dann hatte meine 2 Schlägel rausgegangen, gewedelt mit den Armen. Ich war aber doch schon ein bisschen angespannt natürlich. Ich habe sehr wenig geredet. Frank Elsner, der damals Wetten, dass noch leitete, fragte mich was. Ich sagte nur ja, ja. Fing dann sehr schnell an. Da muss man wissen, der Hummelflug ist immer so ein Hin und Her zwischen den sogenannten vorderen Tasten, den weißen Tasten auf dem Klavier und den chromatischen Tasten. Ich habe natürlich versucht, meine Bewegung zu minimieren. Und was passierte? Mir blieb ein Schlägel hängen und flog mir weg. Ups. Wette verloren. Dachten wir alle. Alle dachten das. Und das ging so richtig bei den Zuschauern. Oh. Und dann war Frank Elsner ganz toll und sagte, im Falle des Falles, dem Geiger wäre der Bogen weggeflogen, hätte er auch nochmal anfangen dürfen. Also ich durfte nochmal ein zweites Mal anfangen. Da legte ich einen Zahn zu. Das führte dann dazu, dass so ungefähr nach 30 Sekunden die ganzen Muskeln hier völlig verspannt waren. Da gab es 2 Chancen. Langsamer werden oder bolzen. Langsamer werden war nicht drin. Es war ja sowieso egal. Ich bin sowieso davon ausgegangen, die Wette zu verlieren. War dann fertig, verspannte Muskeln, aber zufrieden, ich habe es geschafft. Die Zeit war dann 48 Sekunden. Und alle haben schon gejubelt, also im Zuschauerraum, ich war noch so geistig ganz weg. Doch sagte der Herr Elstner, ja und die Wette? Und er hatte einen Juroren, einen Dirigenten, und der sagte, Moment mal. Der sagte dann, im Angesicht dessen, dass der Hummelflug auf der Marimba klingt wie mit Schneeketten, erkennen wir die Wette an. Und ich flippte aus. Ich hüpfte, umarmte den Juroren, umarmte Frank Elsner
umarmte Peter Kraus, mein Bettpaten. Es war wie auf einem anderen Stern war ich. Mir war es auch egal, ob da Leute sitzen. Ich war einfach nur rundum ein dummer Glücklich. Haben Sie dann jemals eine Aufnahme davon gesehen? Ja, ich habe ja Gott sei Dank einen Elektroingenieur geheiratet. Und da war sofort klar, bevor wir denn das ist, kaufen wir uns ein Videogerät und es wurde aufgezeichnet. Und ich habe es auch schon gesehen. Hat dann Wetten das etwas für Sie verändert im Leben? Wie es zu der Wette gekommen ist, wie die Wette abgelaufen ist, wie die Resonanz im Nachhinein war? Dieser Auftritt bei Wetten das hat bei mir schon einiges verändert. Bis dahin war ich drauf aus, wie ein Popstar berühmt zu werden. Deswegen habe ich ja auch diese Wette gemacht. Ich war auch berühmt. Ich habe auch sozusagen sofort diese Nachteile des Berühmtseins erlebt. Der eine Nachteil war, dass in allen möglichen Zeitschriften unheimlich Hämisches stand über mich, wegen dem Rumhüpfen. Also sie haben mich sozusagen verunglimpft. Das andere war, mich erkannten Leute auf der Straße, langten mich an. Es war so, dass auch die Leute nicht mehr normal mit mir umgingen. Meine Friseuse hat mich plötzlich wie Graf Cox behandelt. Und ich fühlte, das ist eigentlich gar nicht schön. Du wirst gar nicht mal als die Person, die du bist, wahrgenommen. Natürlich hätte ich das nützen können und sagen können, ich nehme den Manager und werde weiter berühmt. Aber plötzlich habe ich erkannt, das willst du nicht. Du willst Anerkennung für das, was du leistest. Das hat dazu geführt, dass ich dann sozusagen kein Manager genommen habe. Ich wollte Marimba spielen. Das habe ich nach Wetten, dass noch 9 Jahre ungefähr gemacht, mit meiner Pianistin ein schönes Programm erarbeitet habe, um Konzerte zu geben. Und war auch gerade in der klassischen Konzertszene die erste deutschsprachige Marimba-Spielerin, die wirklich Konzerte gab. Und habe auch das erste Album bereits 1985 aufgenommen, Marimba-Szenen. War in der NDR-Talkshow. Und dann gab es 1990 ein Ereignis, das praktisch wie ein Hackebeil durch mein Leben ging. Am 10. Mai 1990 bekam ich um 11:30 ungefähr einen Anruf aus einem Krankenhaus. Ihre Mutter ist gerade gestorben. Das war wie so, ja. An dem gleichen Tag hatte ich abends hier in München in der Blutenburg ein Konzert. Ich habe das Konzert noch gemacht, weiß nicht mehr wie, bin einfach durchgegangen. Und danach brach ich mental zusammen. Ich hatte ein richtiges Trauma. Wer jemals so etwas Schockartiges erlebt hat, kann da mitfühlen. Ich möchte das jetzt auch nicht ausweiten. Und es führte dazu, dass ich keine Intention mehr hatte, an die Marimba zu gehen und zu üben. Es war wie weg. Ich habe dann weitere Termine abgesagt, habe nicht mehr Marimba gespielt. 2 Jahre lang. Habe alles, was ich damals machte, Seminare geben. Ich hatte eine kleine Fernsehsendung, wo ich Co-Moderatorin für Musiksendungen mit Kindern war, abgebaut. War wie in so einem Kokon. Nur Schmerz, nur Trauer. Und das Unterrichten habe ich weitergemacht, weil es notwendig war zum Geld verdienen. Und dadurch, dass ich jetzt nur noch unterrichtet habe, habe ich plötzlich da mehr Wert drin gesehen. Und hatte tolle Schlagzeugschüler und habe gesagt, ach, machen wir mal bei Jugend musiziert mit. Und habe die zu einem Ensemble zusammengeführt. Und 2 Jahre später waren die bei Jugend musiziert als Percussion Sextett und erreichten sofort den Bundeswettbewerb und machten dort einen 2. Preis. Wie ich erlebte, dass Schüler von mir erfolgreich sind mit dem, wie ich ihnen was beigebracht habe, plötzlich hatte ich selbst wieder Lust bekommen, Marimba zu spielen. Das Ensemble der Schüler existierte jetzt. Und dann wollten sie plötzlich Popmusik machen, dann fing ich an, diese Musik zu arrangieren. Dann habe ich mal ein Stückchen im Latin-Stil geschrieben, habe aber nicht gesagt, dass es von mir ist. Und dann sagten sie, das kennt er nicht, aber das klingt gut. Dann sagte ich, ja, das könnt ihr auch nicht kennen, das habe ich jetzt für euch komponiert. Bis dato hatte ich mal mit einer Gitarristin zusammen und dann mit einer Harfenistin. Plötzlich hatte ich selber Lust, Marimba mit einer Gruppe zu spielen. Habe eine Gruppe gegründet, die Marimba Banda. Ich mit der Marimba, dann Klavier, Gitarre und dann noch 2 Perkussionisten. Und habe dann angefangen, für diese Gruppe zu komponieren. Ich finde, dass Ihre Musik geprägt ist von afrikanischen und auch lateinamerikanischen Einflüssen. Gab es noch weitere Einflüsse, die Sie dazu bewegt haben, diese sehr rhythmische Musik zu komponieren? Das hat auch mit meinem Studium bei Professor Fink zu tun. Meine Abschlussarbeit der künstlerischen Reife an Schlagzeug, Schlaginstrumente in der lateinamerikanischen Musik. Ich musste ja natürlich rausfinden, was macht welches Schlaginstrument. Ich kaufte mir viele Schallplatten und habe praktisch diese Musik analysiert. Man muss ja wissen, dass die lateinamerikanische Musik die erste Weltmusik ist, verbunden aus der abendländischen Melodik und Harmonik und der afrikanischen Rhythmik.
Und der Unterschied zwischen der afrikanischen Art ist folgender, dass die Rhythmusinstrumente durchgängig mitspielen ihren eigenen Rhythmus, der sich ergänzt mit den anderen Instrumenten so, dass eine neue Energie daraus gewonnen wird. Und zwar hat es mich deshalb begeistert, weil diese Musik so zum Tanzen animiert. Also was richtig Aktives. Ja, und dann dachte ich mir, wenn du selbst komponierst, sollen die Leute zu deiner Musik tanzen. Macht sich das dann auch in den Kompositionen besonders bemerkbar, oder? Bei mir beginnt es immer mit einer Melodie, die mir irgendwann zufliegt. Das kann auf der Toilette sein oder auch beim Autofahren. Und dann gehe ich ans Klavier und da schreibe ich dann die Melodie schnell auf. Und so nimmst du dann also drei Melodieteile und machst daraus eine Komposition. Dann kommt die Klavierstimme dazu. Und dann kommt das Schlagzeug dazu. Meistens erkenne ich sofort, das ist jetzt ein Mambo oder ist ein Rumba oder so. Geht es weiter, 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 weiter. Ich habe ja Glück. Mein Mann ist nämlich Diplom-Ingenieur und ist da in der Computerbranche tätig. Da habe ich den ersten Computer bekommen. Und ich habe händeringend dann gesagt, wann gibt es Software, um Musik zu schreiben? Und in den 90er Jahren kam die auf, ich bekam meine erste Musiksoftware. Und da habe ich dann gesampelte Klänge dazu gekauft und die kann ich auf die Instrumente legen. Wie kommt das, dass Sie jetzt plötzlich sagen, ich muss mal was Größeres machen bei Rhythmovito? Da war der Auslöser wieder Professor Fink. Immer wenn ich nach Würzburg fuhr, habe ich ihn auch besucht. Und dann meinte er, Elisabeth, du könntest doch mal mit Orchester spielen. Und dann schaute ich, was es gab für Marimba und Orchester. So 2-3 Jahre später habe ich mir gedacht, ja, wenn du jetzt mal selber nicht mehr spielst, dann sollen ja andere Leute deine Werke spielen. Und dann dachte ich mir, aber es gibt ja viele Orchester, die vielleicht auch mal sowas mit Marimba spielen wollen. Und dann habe ich aus der Orchester-Klangfarbe mich konzentriert auf die Geige, zweite Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass. Und dann erstmal angefangen, unter die Klavierstimme und die Marimba-Stimme diese ganzen Stimmen zu setzen. Auch rhythmisch verzahnt natürlich. Und dann natürlich noch ein paar Percussion-Instrumente dazu. Und die Gitarrenstimme habe ich auch noch drin, also 13 Stimmen. Und die Marimba hat natürlich einen Solopart. Ich habe mir auch als Lebensziel Folgendes gesetzt, die Marimba mit populär zu machen. Und deswegen auch Musik für sie zu schreiben, die auch viele Leute hören wollen. Und wie konnten Sie sich in diese ganzen Instrumente hineindenken? Marimba spiele ich ja. Mhm. Schlaginstrumente spiele ich auch. Klavier habe ich auch studiert. Ich habe ja Gamble studiert. Ich kenne mich ja aus, hier rumzugreifen auf dem Griffbrett. Und zwar, ich hatte als Ziel, alles in der ersten Lage zu schreiben, dass die nicht rücken müssen, weil es rhythmisch für Streicher recht kompliziert ist. Rhythmovito wird veröffentlicht im Furore Verlag in Kassel. Der ist bekannt als weltweit einziger Verlag, der nur Komponistinnen veröffentlicht. War das eine ganz bewusste Entscheidung von Ihnen? Furore Verlag ist ja wirklich ein außerordentlicher Verlag. Er wird geleitet von Frau Renate Mattei, die ihn 1986 aus dem Nichts aus dem Boden gestampft hat. Und was sich Furore Verlag an die Fahne geschrieben hat, Frauen können heute komponieren und konnten schon komponieren. Das waren dann meistens oft Fürstinnen, Wilhelmine von Ansbach-Bayreuth oder Amalia von Weimar. Aber das wurde nur in ganz kleinen Kreisen unter ihren Namen aufgeführt. Und Furore Verlag hat jetzt gesagt, so diese Werke sollen aufgeführt werden. Und das ist auch der Sinn dieses Verlages, zu zeigen, Frauen, die komponieren, haben ihre Handschrift, das Geschlecht spielt keine Rolle bei der Komposition. Ich bin ja inzwischen schon bei verschiedenen Verlagen mit Kompositionen veröffentlicht worden. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dieses Werk von dir, das braucht nochmal einen anderen Verlag. Und dann war ich wieder auf der Frankfurter Musikmesse und dann sehe ich da Furore und gehe da hin und spreche da mit der Lektorin. Da spürte ich, ja, den könnte ich es anbieten und habe ihr davon erzählt, sagt sie, schicken Sie mir es zu. Und jetzt ist Rhythmovito veröffentlicht. Es steht der ganzen Musikwelt zur Verfügung. Sie sind in den Kreis der deutschen Komponistinnen aufgenommen. Ist das so ein erhabenes Gefühl jetzt? Das ist ein Gefühl der totalen Zufriedenheit im ganzen Körper. Das breitet sich von der Kopfspitze bis zur Fußspitze aus. Es ist so ungefähr... Wie war denn das, als der Hummelflug zu Ende war? Das war damals ein kurzer Schuss, so wie ein Vulkan, der aus... Nein, das Gefühl ist jetzt da. Das, was du komponiert hast, ist wert, dass es verlegt wird. Sie müssen wissen, auch von den zeitgenössischen Komponisten werden maximal 5-10% nur verlegt. Und dein Werk gehört dazu. Ich kann es mir vorstellen, so ungefähr wie wenn du ein Kind gebärst. Ich habe ein geistiges Kind. Und jetzt schau mal, dass es groß ist. Ob es wirklich groß wird, das kann ich nicht bestimmen. Das werden die Zuhörer bestimmen, die es hören wollen. Und die Orchester, die es mit Marimba-Spielern zusammenspielen werden. Da kann ich nichts mehr entscheiden. Aber ich wünsche es mir natürlich. Wen wollen Sie eigentlich mehr damit ansprechen?
Menschen, die im klassischen Bereich unterwegs sind oder doch lieber mehr so die Rock-Pop-Liebhaber? Ich habe schon immer in klassischen Reihen mit meinen Crossover-Programmen Ketten gesprengt. Den Leuten, die da waren, hat es immer gefallen. Eigentlich Menschen, die gerne tanzen möchten zur Musik. Und das sind alle, die auch Klassik lieben oder Rock-Pop lieben. Wie würden Sie sagen, empfinden es die Zuhörer? Rhythmo Vito ist so aufgebaut als Suite, dass sich Spannung und Entspannung abwechseln. Die Suite-Form kommt so schwerpunktmäßig aus der Barockzeit, die bei Hofwolken ja tanzen. Also hat man Menuette, Fagott, Sarabande, musiziert und hat daraus eine Suite gemacht. Ein langsamer Bolero, der ist auch gleichzeitig zum Zuhören sehr entspannend. Da gibt es wieder die sogenannten Antreiber, der Mambo oder der Rumba. Also da wird man sehr, sehr schnell dazu tanzen. Also es bietet alles. Spannung und Entspannung. Ist es wirklich für alle gedacht? Natürlich werde ich jederzeit das Werk selbst spielen mit jedem Orchester. Ich gehe davon aus, dass es Profis natürlich gut spielen werden, dass es bestimmt viele Amateurorchester reizen wird, so etwas zu spielen. Wobei ich nicht so ganz genau weiß, wie es den Geigern dabei geht, meine doch nicht so ganz einfachen, miteinander verzahnten Rhythmen zu spielen. Ich habe es ja auch so konzipiert, dass von den Schlaginstrumenten nicht alle dazu gespielt werden müssen, wenn die nicht genug Schlagzeuger finden. Ja, und Schülerorchester, ganz klar. Ich bin begeisterte Pädagogin. Ich liebe es, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und da würde ich sofort kommen, ehrenamtlich damit musizieren. Und werde mich genauso freuen, wenn es andere musizieren. Das ist ja für mich die größte Anerkennung als Komponistin. Jetzt sind Sie eine sehr aktive und natürlich auch der digitalen Welt zugewandte Frau. Wie nehmen Sie diese digitale Entwicklung wahr? Ich hatte 2003 eingespielt mit der Marimba-Banda, meine CD Marimba Energia, wo meine eigenen Kompositionen drauf sind und dann auch Arrangements von Ballettmusik von Tschaikowski aus den Nussknacker. Und dann dachte ich mir, so, jetzt nutzt du auch diese Welt und machst ein Musikvideo zu einem Titel. Und habe dann selbst auf dem Boden gestampft, ein Musikvideo zu dem Mamoromba zu erstellen. Und das steht inzwischen in YouTube. Was kann noch kommen? Was darf noch kommen? An der Marimba wünsche ich mir, noch viel Marimba spielen zu können. Vor allem mein eigenes Werk mit vielen anderen Musikern. Und ich finde das so toll, dass miteinander musizieren ist so ein Erlebnis, das man durch nichts ersetzen kann. Als Komponistin wünsche ich mir, zwar will ich eine Pop-Oper schreiben, wo rappige Texte eine Rolle spielen. Und ganz persönlich? Wenn man ein bisschen länger lebt, wie ich jetzt schon, dann kristallisiert sich eigentlich wirklich ein Wunsch heraus. Gesundheit. So einfach kann es sein. Ja, und zwar gesund Körper. Ja. Marimba spielen braucht einen gesunden Körper. Deswegen gehe ich auch immer viel in die Fitness. Geist. Weiter offen sein für alle möglichen Ideen von anderen Menschen, in Aufstellungen gehen, Bücher lesen, in Filme gehen und sehen. Und dazu der Seele gehört ein glückliches Miteinander mit meinem Mann. Die Rhythmen müssen so ineinander gehen, dass es dich anregt zu tanzen.